Hallo zusammen und viele Grüße nochmal aus Kalifornien. Ein letztes Mal aus diesem Haus hier, was jetzt mittlerweile leergeräumt ist, wie ihr sehen könnt. Ich wollte euch nochmal ein kurzes Update geben, was jetzt so der Plan ist oder was passiert ist. Also, wir werden ja diese Woche in die Schweiz ziehen, nach 10 Jahren Kalifornien, 12 Jahren USA und 7 Jahren in diesem Haus brechen wir hier die Zelte ab und ziehen temporär in die Schweiz. Für mich ist jetzt halt der Abschied von diesem Haus gekommen. Es ist halt jetzt ein lachendes und ein weinendes Auge so ein bisschen bei mir. Also ich freue mich natürlich darauf, dass es jetzt endlich soweit ist, dass der Stress so ein bisschen hoffentlich auch von mir abfällt der letzten Wochen, weil jetzt die Entscheidungen getroffen sind, die Weichen gestellt und jetzt ist es fast soweit, dass man halt irgendwie sich nur noch ins Flugzeug setzt und dann halt irgendwie das neue Abenteuer, den neuen Lebensabschnitt irgendwie ja auch beginnt. Das weinende Auge natürlich, weil ja, nach 7 Jahren in diesem Haus, wo wir halt ziemlich viel umgebaut haben, bin ich jetzt der Letzte, der das Licht ausmacht und die Tür zumacht. Meine Frau und meine Kinder haben sich gestern schon verabschiedet von dem Haus. Die sind jetzt in Santa Cruz in einem Airbnb, was wir jetzt nochmal für die nächsten paar Tage oder für die letzten paar Tage angemietet haben. Und ich habe heute nochmal so ein bisschen die, ja, Crew begleitet, die hier alles zusammengepackt hat. Die waren gestern da, haben halt alles eingepackt in Kisten und eingewickelt auch in spezielle Behältnisse und in, ja, Papierfolie und Papierplan. Und heute haben sie halt alles in einen Schiffscontainer getan. Also so ein ganz normaler Metall-Shipping-Container, wie ihr sie von so Containerschiffen kennt. Ich weiß es nicht genau, wo der lang fährt. Ich gehe mal davon aus, dass der von diesem LKW nach Los Angeles gefahren wird, dort auf ein Schiff geladen wird und durch den Panama-Kanal gefahren wird mit anderen Containern zusammen über den Atlantik nach Europa, nach, weiß ich nicht, Bremerhaven oder Rotterdam und dann wiederum per Zug oder per Schiff in die Schweiz gebracht wird. Es sei denn, er ist zwischendrin runtergefallen vom Schiff, dann ja, haben wir ein paar Sachen weniger. Aber schauen wir mal, diese 7-Mann-Crew hat, wie gesagt, das Ding gefüllt. War auch nur halb voll oder nur dreiviertel voll der Container. Also wir hätten uns eigentlich auch noch ein bisschen mehr an materiellen Gütern vorher zulegen können. Aber ich bin eigentlich schon ganz froh, nachdem wir das jetzt alles eingepackt haben und aussortiert haben, dass wir nicht noch mehr Scheiß irgendwie besessen haben. Mit der Hausreinigung jetzt, ja, habe ich so ein bisschen durchgesaugt. Ich habe es jetzt nicht so wahnsinnig übertrieben, weil mir da jetzt halt auch irgendwie die Zeit und die Muße zu fehlt. Ich habe jetzt nur halt so ein bisschen gesaugt, damit jetzt nicht irgendwie, wenn die die Tür aufmachen, wie in so einem alten Hollywood-Film, irgendwie wie so Tumbleweeds durchs Bild irgendwelche Staubflusen rollen. Und ansonsten gehe ich davon aus, dass sie hier halt auch nochmal was umbauen werden. Also ich habe keinen direkten Kontakt zu diesen Nachbesitzern gehabt, aber wir haben halt durch den Makler gehört, dass die hier noch ein drittes Badezimmer einbauen lassen wollen. Also das scheint das Haus zu sein, was von jedem neuen Besitzer irgendwie nochmal massiv umgebaut wird. Und wenn das der Fall ist, sind hier sowieso Handwerker drin, die Wände einreißen, Drywall abschleifen. Und ich weiß auch gar nicht, ob die das hier alles in weiß gestrichen lassen. Das ist ja so ein deutsches Ding. Oder ob die das jetzt sowieso nochmal mit einer Malerfirma streichen lassen. Insofern habe ich jetzt sogar die Haken von den Bildern in den Wänden gelassen. Ja, ich habe mir selbst jetzt einen ganz geilen Mietwagen nochmal geholt für die letzten paar Tage. Ich habe mir so einen Chevy Tahoe geholt. Erinnert mich so ein bisschen an meinen Truck. Ich habe ja so einen Ford F-150 Truck gehabt. Den habe ich verkauft auch. Also ich habe alles eigentlich verkauft, was ich jetzt so besessen habe. Den Truck bin ich so ganz okay losgeworden. Also ich habe so das dafür gekriegt, was ich der Bank noch geschuldet hatte aus der Finanzierung, die halt nach 3 Jahren halb durch war. Insofern ist das ganz gut gelaufen. War ein ganz netter Typ, der ihn gekauft hat. Es kommt auch noch ein Video von dem Truck. Ich habe so ein Review-Video gemacht und mein Chevy Tahoe Mietwagen habe ich vom Flughafen vor 2 Tagen abgeholt und so ein mein FBI-Agentenwagen, sage ich immer, wobei die meistens den Suburban fahren. Das ist die Langversion davon. Und ja, das Ding fährt sich halt so ein bisschen wie so eine alte S-Klasse aus den 80er Jahren. Wer sowas mal gefahren ist, weiß, was ich meine. Sehr bequem, aber auch sehr schwammig. Ja, am Flughafen abgeholt die Kiste. Damit fahre ich jetzt so ein bisschen rum und werde gleich wieder zurück zu meiner Frau und den Kindern nach Santa Cruz ins Airbnb fahren. Ja, und dann fahren wir diese Woche damit zum Flughafen, geben es dort ab und checken unsere 8 Koffer ein. Ja, 8 Koffer plus Handgepäck. Plus Umhängetaschen und schauen wir mal, ob wir das alles so mitkriegen. Ja, ansonsten die letzten Wochen würde ich so ein bisschen als Zeit der gestressten Langeweile irgendwie beschreiben. Also einerseits Langeweile, weil nicht so wahnsinnig viel zu tun ist.
und man halt irgendwie so drauf wartet, dass es jetzt irgendwann endlich so weit ist, dass die Sachen eingepackt werden und man halt irgendwie den Flug bucht in die Schweiz oder nach Deutschland. Und andererseits halt aber auch so ein Stress, weil man halt konstant immer irgendwie überlegt, was man noch alles organisieren muss. Das ist halt ja verdammt viel. Also du musst halt alles Mögliche hier abmelden, irgendwelche Konten schließen, irgendwelche Accounts, irgendwas, ne? Und teilweise ist es dann so, also für mich zumindest, dass ich dann irgendwie, nachdem ich schlecht eingeschlafen bin, irgendwie so um Mitternacht oder so wieder aufwache mit irgendeinem Gedanken so, oh nein, oh, du musst nur noch irgendwie dein Bügelschloss fürs Fahrrad irgendwie einpacken in die Luftkiste. So, oh. Und dann stehe ich entweder auf, um es zu machen, oder mache mein Handy an und schreibe mir selbst eine E-Mail, damit ich diesen Geistesblitz irgendwie nicht wieder vergesse oder so, bis ich aufgewacht bin. Also es waren jetzt halt irgendwie so ein paar Wochen, von denen ich jetzt doch irgendwie froh bin, dass sie vorbei sind, und ich doch irgendwie froh bin, dass jetzt halt, nachdem der Zug abgefahren ist, sozusagen der Container abgefahren ist, ich mir da jetzt keine Gedanken mehr drum machen muss, weil es ist jetzt halt zu spät. Jobs hatte ich jetzt selbst auch nicht mehr. Also ich habe ja jetzt schon vor 6 oder 8 Wochen meine Kunden alle an einen anderen Fotografen vermittelt. Es ist jetzt natürlich auch so ein bisschen die Zeit der Abschiede, also auch recht traurig natürlich auch. Wobei ich sagen muss, so die Leute, die ich jetzt hier wirklich vermissen werde, ist jetzt, kann ich an einer Hand abzählen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil viele von den Beziehungen oder Kontakten, die man hier so hatte im Laufe der Jahre, doch auch relativ oberflächlich sind. Und Kalifornien, anders als jetzt zum Beispiel Berlin, wo ich mal vor 12 Jahren mich verabschiedet hatte, wo ich allerdings auch mal einmal im Jahr wieder zurückgeflogen bin zu Besuch, was jetzt hier in Kalifornien wahrscheinlich eher nicht so der Fall sein wird, sind die Leute in Berlin auch noch alle irgendwie von vor 12 Jahren da, überwiegend. Aber hier ist es halt anders, weil im Laufe der letzten 10 Jahre, die wir hier in Kalifornien gelebt haben, wirklich viele Leute auch irgendwie hingezogen sind, wieder weggezogen sind. Neue Leute sind gekommen, alte Leute sind gegangen. Also es ist halt ein deutlich höheres Hin- und Hergeziehe hier in Kalifornien, generell in den USA, aber auch insbesondere hier in Kalifornien mit der Jobsituation, als man es jetzt so aus Deutschland kennt. Interessant fand ich auch, dass jetzt insbesondere die Amis halt irgendwie das mit den europäischen Ländern teilweise so ein bisschen verwechseln. Also wenn ich jetzt mich mit Nachbarn unterhalte, dann sagen sie, when are you moving to Sweden? Wann ziehst du nach Schweden? Und ich sage, ich ziehe in die Schweiz in 2 Wochen. Ah, how's the weather in Sweden? Ja, es regnet, scheiße. Ansonsten haben wir auch relativ viel Glück gehabt, muss ich ja sagen, was diese ganze Grenzöffnungsgeschichte angeht. Also die Grenzen waren ja lange Zeit zu und wir haben es halt immer irgendwie beobachtet mit so ein bisschen Sorge, wie sich das so entwickeln würde. Und jetzt, just in time, haben die Grenzen wieder aufgemacht und auch das ganze Thema Quarantäne ist jetzt wohl auch irgendwie nicht mehr ganz so hart oder so angesagt wie noch vor ein paar Wochen. Und ich muss auch sagen, dass hier so die Entwicklung der letzten Wochen, also ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine, wenn ihr irgendwie mal so Nachrichten geguckt habt, so mit diesen ganzen Riots hier und so, ne, jetzt auch schon so ein bisschen irgendwie so ist, dass ich jetzt sagen würde, okay, ist jetzt doch Zeit aufzubrechen nach Schweden, ich meine in die Schweiz, weil ich mal davon ausgehe, dass es da wahrscheinlich ein bisschen ruhiger ist. Also es war jetzt irgendwie nie wirklich bedrohlich. Ich möchte mich jetzt zu den politischen Aspekten von diesem ganzen Thema auch jetzt nicht weiter äußern hier, aber ich muss halt sagen, es war teilweise schon so ein bisschen bedrohlich oder besorgniserregend, weil es jetzt auch hier in Fremont halt Riots gab, so Unruhen, Plünderungen und so. Und es dann so zwischendrin ja auch mal so hieß, irgendwie so, ja, wir ziehen jetzt in die weißen Neighborhoods und brennen jetzt irgendwelche, zünden irgendwelche Autos und Häuser an oder so. Wo du dir dann halt so denkst, ja, okay, das klingt ja jetzt nicht so geil. Und die Shopping Mall hier um die Ecke, zum Beispiel so eine kleine Strip Mall, da haben sie auch den Liquor Store gelootet, also geplündert. Da sind jetzt so Bretter dran. Also haben halt irgendwie so, ja, Alkohol geklaut und das Register, also die Kasse irgendwie geklaut. Warum auch immer die da Geld in der Kasse gelassen haben über Nacht, keine Ahnung. Und in anderen Gegenden hier haben sie halt so relativ übel gezündet, also da habe ich halt schon krasse Geschichten gehört, halt auch vom Freund von mir, der in Oakland wohnt und irgendwie da nochmal so dachte, an so dem ersten Abend dieser Unruhen um 18 Uhr zum Home Depot fahren zu wollen, um noch irgendwas zu kaufen für irgendein Home-Projekt und dann da sich zwischen irgendwelchen Polizisten und irgendwie 500 Randalierern befunden hat und so. Er hat es wieder heil zu Hause, nach Hause zurückgeschafft, aber
Aber war jetzt halt schon teilweise relativ dicht bei. Ich würde ansonsten sagen, ich gehe mit euch noch mal einmal kurz hier durchs Haus und wir gucken uns noch mal ganz kurz an, wie es jetzt im leeren Zustand aussieht. Ja, für mich relativ schockierend, wie viel größer so ein Raum wirkt, wenn keine Möbel mehr so drinstehen. Ja, ansonsten packen oder mit dem Packen haben wir ja auch schon vor relativ langer Zeit angefangen, also vor so, ja, 4, 5, 6 Wochen. Und teilweise muss ich halt sagen, wenn ich in die Vergangenheit reisen würde und mit meinem früheren Selbst reden würde, würde ich sagen, pass auf, lass dir so ein bisschen mehr Zeit mit dem Packen, weil ich viele Sachen echt eingepackt habe schon, die ich dann irgendwie später nicht mehr wiedergefunden habe. Komm, ich mache nochmal Licht an. Und die dann einfach irgendwie schon weg waren, obwohl ich sie doch hätte noch gebrauchen können. Und ich habe auch so ein paar Sachen verschenkt, wo ich halt so dachte, okay, komm, Sushi-Reis, ich mache ja kein Sushi mehr. Und dann habe ich halt irgendwann später so eine Dose mit Spam gefunden, also dieses komische Fleisch in der Dose. Und dachte mir, hey, cool, damit könnte ich nochmal so ein Sushi, so ein hawaiianisches Musubi oder so machen. Und dann hat mir der Sushi-Reis gefehlt, dann musste ich nochmal einen neuen Sushi-Reis kaufen. Das ist hier die Garage, ihr habt es ja schon mal in einem anderen Video gesehen. Jetzt total leer. Wie gesagt, die Sachen sind jetzt in einem Container drin, der so 2 Monate etwa braucht. Ansonsten sind noch Sachen in einer Luftkiste drin, die 2 Wochen braucht. Den Rest haben wir halt in 8 Koffern bzw. Taschen und halt im Handgepäck. Ja, was man nicht mitnehmen darf in dem Container, ich hatte es schon mal in einem anderen Video erwähnt, das ist relativ viel. Also hier ist eine Tiefkühltruhe, die lasse ich drin stehen übrigens. Das ist relativ viel. Also man darf nicht mitnehmen alles, was jünger als 6 Monate ist, theoretisch, also so aus steuerlichen Gründen. Hier ist übrigens, guck mal, hier ist noch so ein altes Permit, ich habe es mal abgeklebt, weil da die Adresse drauf war, das war von dem Haus. Ich lasse es hier drin hängen. Ich hoffe, der nächste Besitzer respektiert es auch. Gut, es ist mir jetzt auch egal, wenn nicht, aber das ist halt jetzt hier so ein Permit, wo von 1950, also das Haus gebaut wurde. Und das war halt hier die City of Newark, bevor sie es umbenannt haben. In Fremont, wobei Newark gibt es auch noch als City, es reflektiert hier so ein bisschen. Naja gut, das alte elektrische Permit, der Karton von dem Projektor, den ich hier drin lasse. Meine Stange lasse ich hier auch drin, meine Klimmzugstange kann sich der Nächste mit erfreuen. Und den Staubsauger habe ich nochmal zum Saugen gebraucht. Den lasse ich halt auch drin, diesen Industriestaubsauger. Er hat sein Geld verdient, wie man so sagt. Ja, also man darf in dem Container nichts mitnehmen, was jünger als 6 Monate ist, keinerlei Flüssigkeiten. Also das ist halt schon relativ schwierig. Das bedeutet, du darfst halt keinerlei Alkohol mitnehmen. Hier drin hat sich jetzt nicht so wirklich viel verändert, außer dass alle Regale leer sind. Ja, das sieht man jetzt natürlich nicht in dem Video. Alle Flüssigkeiten, Alkohol darf man nicht mitnehmen. Ja, ich habe mich auch geopfert und so ein bisschen an dem Abbau unserer Alkoholsammlung, unserer Alkoholvorräte mitgewirkt in den letzten Wochen. Einer musste es ja tun. Man darf halt Öl nicht mitnehmen, also auch nicht nur Speiseöl, sondern halt auch sämtliche Motoröle oder sonst irgendwas. Ne? Flüssige Lebensmittel darf man nicht mitnehmen, Chemikalien darf man nicht mitnehmen, Farbe entsprechend, Ölfarbe, also jetzt so auch so zum Malen irgendwie und Parfum. Also Parfum ist halt auch relativ schwierig, kann man natürlich einchecken, aber auch nicht in größerer Menge, weil es brennbar und so. Also da haben sie dann halt auch so ein gewisses Problem mit. Und Lebensmittel generell halt auch nicht. Also auch keine Gewürze. Das Zeug hier nehme ich natürlich mit. Das ist jetzt so von mir hier, meine Kamera und so ein bisschen Vorräte, die ich dann auch noch mit nach Santa Cruz nehmen werde. Einwegbecher zum Trinken, Mikrowelle bleibt auch drin. Und ja, Gewürzsammlung, ne? Auf Wiedersehen. Das hat sich dann leider erledigt damit. Medikamente darf man generell halt auch nicht mitnehmen. Batterien darf man nicht mitnehmen. Fahrzeuge dürfen nicht mitgenommen werden, also außer halt Fahrräder. Aber ansonsten, mein Motorrad hatte ich ja vor, mal in den Container zu tun. Das hatte sich dann leider auch erledigt. Druckbehälter jeglicher Art. Gut, leuchtet irgendwie ein. Also ist aber ein bisschen schwierig, wenn du jetzt so Propangas so zum Beispiel hast für so Campingausrüstung. Ich meine, gut, okay, das ist natürlich logisch. Sämtliche Streichhölzer auch, Feuerzeuge und Pflanzen, wobei wir die jetzt nicht hatten. Das ist jetzt hier der Schrank, der begehbare. Er ist jetzt leer, automatischer Lichtschalter. Ja, das werde ich so ein bisschen vermissen, so den größeren begehbaren Kleiderschrank mit viel Stauraum drin. Hier oben ja auch nochmal irgendwie Stauraum, ne? Tresor lasse ich auch drin.
Ja, und das gibt halt auch so ein paar Probleme. Wir hatten zum Beispiel so eine Anniversary Bottle Rum. Also wir haben zum 10-jährigen Hochzeitstag haben wir uns halt so Briefe geschrieben, die wir in 5 Jahre später aufmachen wollten und haben die in so eine Kiste getan. Macht man normalerweise mit einer Weinflasche und vernagelt die an der Hochzeit. Ich kenne das halt so von der Hochzeitsfotografie und wir haben es halt gemacht mit Rum, weil wir Rum jetzt besser finden als Wein. Und haben da diese Briefe reingetan. Ja, diese Flasche mussten wir jetzt irgendwie mit im Koffer mitnehmen. Also eine Alkoholflasche, ist so ein 25 Jahre alter Rum. Den müssen wir halt so mitnehmen. Gut, dass wir nur eine Anniversary-Flasche rum haben. Was ansonsten auch noch ein großes Problem ist, sind Lithium-Batterien. Also wenn ihr mal überlegt, was halt alles, wo halt überall Lithium-Batterien drin sind, das ist halt der Wahnsinn. Also die können halt explodieren und brennen und so, deswegen sollte man sie nicht mitnehmen oder darf man sie nicht mitnehmen. Man darf sie halt auch nicht einchecken im Flugzeug, man darf sie nicht verschicken, also ist sehr problematisch, die zu verschicken. Hier kann ich jetzt mal endlich den Inhalt von den Schränken zeigen. Also es ist halt so ein normaler Schrank, der so ein automatisches Licht hat, was ich mal eingebaut habe, damit der, war so ein Schuhschrank und für Jacken und so. Und der hier drüben hat übrigens auch so ein automatisches Licht, das habe ich auch mal eingebaut. Also wenn du es zumachst, geht es halt aus und wenn du es aufmachst, geht es an. Ich mache es jetzt mal final zu. Und wenn du dir mal überlegst, wo halt überall Batterien sind, die du nicht in die Luftkiste tun kannst, die du nicht einchecken darfst im Flugzeug und die du halt auch nicht irgendwie in den Container tun darfst, sind halt irgendwie diese ganzen Akkus von so Bohrmaschinen und so, ne? Und Kameras, Drohnen, Gimbals, USB-Powerbänke, Werkzeuge, wie gesagt, Akkustaubsauger, Bluetooth-Lautsprecher, Haarschneider mit Batterie drin und so. Ne? Also es ist halt der Wahnsinn, wenn du mal überlegst, was da halt so alles über Batterien läuft mittlerweile, die du dann halt nur maximal im Handgepäck mitnehmen darfst. Ja, ist relativ schwierig. Ansonsten habe ich halt relativ viel Zeug verkauft hier vorher schon, verschenkt und weggeworfen, so in dieser Reihenfolge. Ja, was ich verkauft hatte, die größeren Sachen, war so ein Stepper, also so ein Fitnessgerät. Ich hatte so eine Reifenwechselmaschine. Ich hatte so einen großen Outdoor-Gaskocher. Das habe ich mal so mit 3 Kochstellen, habe ich mal halt irgendwie in dem Enthusiasmus gekauft. Im Garten zu stehen gehabt, habe mir so eine kleine Outdoor-Küche gemacht. Und das hat sich jetzt halt auch irgendwie erledigt. Und ich hatte einen Desktop-PC, den habe ich verkauft. Und ich hatte eine Leiter oder mehrere Leitern, davon habe ich 2 verkauft. 2 habe ich hier drin gelassen. 2 Motorräder und mein Truck. Meine Frau nimmt ihren Audi mit. Das ist so ein Audi S4 von 2018. Der wurde auch schon abgeholt. Also das hat heute auch alles stattgefunden. Die Verschiffungskosten von dem Ding sind allerdings relativ hoch. Es kostet mit Umbau und so weiter, kostet $5,000. Aber hauptsächlich eigentlich nur deswegen, weil da der Umbau mit drin ist und weil das Auto, ich krieg's nicht ganz zusammen, irgendwie Xenon-Scheinwerfer hat. Oder keine Xenon-Scheinwerfer, jedenfalls braucht es eine Autoscheibenwaschanlage, die es sonst nicht braucht, also hier zumindest nicht, die nachgerüstet werden muss. Lohnt sich trotzdem, weil der Wagen nur 10.000 Meilen runter hat und in Deutschland bzw. Europa etwa $20.000 teurer ist als hier in den USA. Und insofern, und sie den jetzt hätte hier auch nicht wirklich verkaufen können. Also so Audis haben hier halt einen relativ schlechten Wiederverkaufswert. Insofern wäre das halt auch ein herber Verlust geworden, den jetzt hier rauszukaufen von dem Leasingvertrag und dann hier wieder zu verkaufen. Ansonsten haben wir jetzt einige Sachen verschenkt auch noch. Also einen Grill habe ich verschenkt. Ich hatte so einen Smoker, also so, um so Rippchen zu machen. Ich habe ein Fahrrad verschenkt. Eine Kappsäge wollte irgendwie keiner haben. Ich finde ja Kappsägen ganz geil, aber irgendwie entweder die Leute haben schon eine oder sie wollen keine. Genau das gleiche für einen Kompressor. Also das war halt auch irgendwas, was keiner haben wollte. Und die Meerschweinchen, die wir noch hatten, sind wir auch Gott sei Dank an ein Paar losgeworden, die halt die Meerschweinchen sozusagen jetzt dauerhaft in Pflege genommen haben, weil es ist halt problematisch, die kannst du ja nicht mitnehmen, so die Tiere. Und ansonsten haben wir halt auch relativ viel Einwegzeug weggeworfen, wo ich jetzt von ausgehe, dass das hier halt gesellschaftlich irgendwie bei so Kindergeburtstagen oder so akzeptiert ist, halt so Einwegzeug zu benutzen. Aber ich glaube, in Deutschland oder in der Schweiz ist es wahrscheinlich jetzt irgendwie so ein bisschen verpönt. Meine Pneumatic Tools habe ich entsorgt, also verschenkt, also meine Kompressorgeräte, also so Nagelmaschinen und sowas. Von der Küchen,
oder in der Küche hier haben sich halt auch sehr viele Sachen angesammelt, von denen ich im Nachhinein denke, Mann, ey, warum hast du dir die alle gekauft? Also ich hatte zum Beispiel, und habe es teilweise immer noch, was ich mitnehme, ist so ein Instant-Pot. Also es ist halt so ein Druckkochtopf, der ersetzt halt einen Reiskocher, einen Eierkocher und einen Slow-Cooker. Davon hatte ich drei, hauptsächlich, weil ich drei verschiedene Größen hatte. Das ist so ein Schongarer, nennt sich das, in Deutschland. Und finde ich sehr, sehr gut, kann man sehr schön irgendwie so Fleisch drin langsam kochen. Und ansonsten hatte ich noch einen Ice Cream Maker, eine Fritteuse, eine Kaffeemühle, einen Toasterofen, einen Gurkenschredder, einen Kräuterschredder, so eine KitchenAid, die nehme ich allerdings mit, einen Mixer, den nehme ich auch mit, eine elektrische Zitruspresse, einen Kaffeeperkulator, eine Salatschleuder, einen Schaffer, also es ist so ein Ding für irgendwie, ja, so Partys, wo man irgendwie so Fleisch drin aufbereiten oder aufwärmen kann. Und ein 20 Liter Wasserspender, so ein riesiger Trog sozusagen, so ein riesiger Krug letztendlich, wo ich mir halt so denke, okay, in Deutschland saufen die Leute halt eher irgendwie so Bier oder Wein, wenn man halt irgendwie eine Party zu Hause macht. Und hier saufen sie halt alle Wasser wie die Verrückten. Und von daher lohnt sich das halt hier auf so einer Party so einen riesigen Wassertank hinzustellen. In Deutschland wahrscheinlich jetzt eher nicht so. Ansonsten haben wir halt noch Bettzeug mitgenommen. Man muss sich halt irgendwie entscheiden, weil die Bettgrößen halt anders sind. Also ob man halt komplett umsteigen will auf ein deutsches Bett oder halt in der Schweiz haben sie ja, glaube ich, auch nochmal andere Größen. Oder ob man das halt alles mitnehmen will und dann halt genug Spannbettlaken und Bettwäsche für die nächsten zwei Jahre halt irgendwie mit hat, weil, wie gesagt, die Größen halt komplett anders sind. Also irgendwie länger, so Länge mal Breite haut halt nicht mehr hin. Ich habe beim Ausmisten der Schränke halt auch ziemlich viel deutsche Produkte gefunden, die ich so importiert hatte, die jetzt irgendwie auch keinen Sinn machen, die wieder zurück mitzunehmen. Zumal ich davon abgesehen, dass man sie nicht mitnehmen darf. Also Grießbreibeutel zum Beispiel, Kaiserschmarrn, Waldmeister, Götterspeise, Vanillezucker gibt es hier nicht, Backaroma, also so ein Rumbackaroma oder so. So Maggi-Fix-Tüten, ich weiß, nur für die Feinschmecker unter uns. Frühstücksbeutel und so Schwammtücher, die gibt es ja auch nicht. Ja, alles in allem waren das halt irgendwie so um die 100 Boxen. Und ja, das war so das Zeug, was ich so eingepackt habe und oder weggeworfen habe bzw. verschenkt habe. Ja, ansonsten ja, gibt es jetzt eigentlich nicht mehr viel zu tun, außer ins Flugzeug zu steigen und nach Europa zu fliegen. Dort halt einen Mietwagen zu nehmen für die ersten paar Tage. Ich werde mir dort natürlich ein Auto dann kaufen. Ich bin jetzt momentan irgendwie gerade so auf dem Trip, dass ich mir so einen VW-Bus, so einen T6-Bus oder so kaufen möchte. Da gucke ich mal so ein bisschen. Ansonsten müssen wir auch nochmal neue Kindersitze kaufen. Da gibt es auch so andere Normen. Genauso wie bei einem Helm zum Beispiel. Also bei einem Helm gibt es halt auch eigentlich andere Normen. Also hier haben die halt so, sind die DOT approved, Department of Transportation, und in Europa gibt es halt irgendwie so eine EC oder EEC irgendwas Norm. Also gut, ich werde jetzt erstmal meinen Helm weiter benutzen. Man wird mich jetzt wahrscheinlich polizeitechnisch nicht vom Motorrad reißen, nur weil ich jetzt mit so einem DOT approved Helm rumfahre, aber ich werde mal schauen. Und ja, ansonsten kriegen wir für die ersten zwei, drei Wochen kriegen wir Mietmöbel gestellt, also die wichtigsten Sachen haben wir dann erstmal, aber ich denke, wir werden uns sehr freuen, wenn in zwei Monaten der Container ankommt. Es sei denn, er ist von Bord gefallen, dann, wie gesagt, können wir nochmal bei IKEA einen Großeinkauf machen. Ja, das war's von mir. Ich verabschiede mich an der Stelle. Das war mein Update, das letzte Mal aus diesem Haus. Und ich melde mich dann auf jeden Fall nochmal in der Schweiz oder aus der Schweiz zurück. Und ja, vielen Dank fürs Reinschauen und bis demnächst. Tschüss!